Also, das Museum ist zu. Das war knapp. Verdammt, Kleiner! Na, Victor, wen haben wir denn da? Ist das nicht dieser elende kleine Taschendieb? Na los, Junge, komm. Du hast keine Chance. Gib sie uns einfach. Und jetzt? Den Ring. Welcher Ring? Catherine! Für wen hältst du dich eigentlich, Junge? Du bist doch bloß ein schmutziger, verwahrloster kleiner Bengel. Du hast kein Recht, diese Dinge anzufassen. Was zur Hölle machen Sie da? Er ist doch nur ein Kind! Schnappt ihn! Haltet den Jungen! Scheiße! Er hat den Ring! Brecht die Tür auf! Oh Gott! Er will auf das Dach! Schnappt ihn! Die Kette! Aufbrechen! Lass los! Ach Mist! Wer sind diese Typen? Komm her, du kleiner Bastard! Schießen die jetzt auf mich? Oh!
Entschuldigung, Platz da. Hey, Gershaki! Tut mir leid. Ach, du Scheißkerl! Ja, wen haben wir denn hier? Ups. Alles okay. Wovor hast du denn Angst? Schließ einfach die Augen. Es wird nicht wehtun. Na komm. Bist du okay? Entspann dich, Junge. Wir sind sicher. Na los. Deine Sache. Wenn du nicht willst. Was willst du von mir? Ein Dankeschön wäre nett. Ich hab dir vorhin den Arsch gerettet. Danke. Aber was hast du davon? Ich meine, du bist ein Gauner, oder? Da stimmt doch was nicht. Du bist echt nicht ohne, Junge. Wo kommst du eigentlich her? Hör mal. Nichts für ungut. Aber ich kenne dich nicht. Wenn's das ist, Victor Sullivan. Jetzt käme der Teil, wo du dich vorstellst. Okay. Erzähl mir doch mal, was an dem Ring so besonders ist. Er gehört meiner Familie. Und ich hole ihn nur zurück. Geerbt von Francis Drake persönlich. Genau. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber Drake hatte gar keine Erben. Keine Kinder. Tja, mit seiner Frau in England hat er keine Kinder. Okay, hast recht. Zeig mal her. Na komm schon, Junge. Wenn ich dir das Ding wegnehmen wollte, hätte ich es längst getan. Danke. Was steht da? Parvus... Sic Parvus Magna. Das heißt, Großes aus kleinen Ursprüngen. Das war sein Motto. Ja? Also, den hat er von Queen Elizabeth gekriegt, als er 1581 von seiner Weltumsegelung nach England zurückkam. Sie hat ihn zum Ritter geschlagen. Das hast du aber sicher nicht auf der Straße gelernt. Wieso spricht ein Kind wie du Latein? Die Nonnen waren irgendwie ganz versessen drauf. Also, du warst im Internat. Das wäre noch nett ausgedrückt. Okay. Also, was hat es mit dem Ring und dem Astrolabium von vorhin auf sich? Tja, sag du's mir doch. Du arbeitest doch für die Typen. Hör mal, Junge. Ein Kunde will was. Ich besorge es. Gegen Geld. Und ich stell keine Fragen. Das ist nur ein Job. Die Tante war auch echt nett. Ja. Jedenfalls, den Job bin ich eh los. Okay, hör zu. Zunächst mal war das kein Astrolabium. Das ist eine Art Dechiffriergerät. Schau mal hier. Auf seinem Weg um die Welt ist Drake durch Ostindien gesegelt. Aber er hat gesagt, er habe 6 Monate gebraucht von hier... nach da. Ja, und? Und das kommt nicht hin. Er war als Segler viel zu gut.
Er hätte einen Monat gebraucht. Höchstens. Er hat irgendwas versteckt. Was Großes. Wie groß? Geheimmission von der Königin groß. Geraubte Schätze im Wert von Millionen, die noch nicht gefunden wurden. Groß. So groß? So groß. Und das Gerät hat was damit zu tun? Ich bin mir todsicher. Na toll. Und Marlow hat es. Das wird dir nichts helfen, ohne den Schlüssel. Sie kann also nichts tun. Noch nicht. Du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du heißt. Und du hast nicht gesagt, was du von mir willst. Okay. Also, du hast Talent. Aber du musst noch viel lernen. Halt dich an mich und ich bring dir alles bei. Danke. Aber ich komme auch alleine klar. Ja, sicher. Lass uns von vorne anfangen. Was meinst du? Meine Freunde nennen mich Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hä? Okay. Das ist der Beginn einer großen Freundschaft. Ja, glaub mir. Und das war's. Okay, Jungs. Oh. Ich dachte, du machst einen Schalldämpfer drauf. Sully, keinen Sinn für Dramatik. Genau. Bei all dem Lärm sind gleich die Bullen hier. Los, verschwinden wir. Na, was für dich auch so schön, Charlie. Was meinst du? Ich hab dich kaum berührt. Und was war das hier? Okay, ich hab mich etwas reingesteigert. Ja. Du hast gesagt, lass es echt aussehen. Sei lieber nett zu ihm, Okay, Adlerauge, sei wachsam. Sie kommen zu dir. Verlier sie nicht. War klar, dass sie anbeißen. Wann werden sie merken, dass sie eine Fälschung haben? Egal. Jetzt sind sie aufgescheucht. Ja, jetzt folgen wir ihnen einfach in ihr dreckiges Loch. Weißt du, bei dir hört sich irgendwie alles schmutzig an. Meinst du?